Good morning, Jean. Guten Morgen. Dankeschön. Ihr habt noch nichts gehört, also noch nicht. Bitte Applaus für später aufheben. Vielen Dank für die Organisation des Events. Thank you for being here with us. It's a great pleasure to have you here. I'll also switch to German now. Ich möchte beginnen und Ihnen drei Fragen stellen, wenn Sie erlauben. Und bitte um Ihre Partizipation. Die erste Frage ist, wer hält Klimawandel und seine Folgen für real und für sozusagen real für diesen Planeten? Okay, also ich sehe jetzt niemanden, der nicht aufzeigt. Oder fast niemanden. Zweite Frage, wer greift beim Einkaufen ins Regal sozusagen auch mal gerne, hoppala, falsche Richtung, auch mal gerne, nochmal falsche Richtung? Ah, oh ja, stimmt, okay, sorry. Auch mal gerne sozusagen zu biologischen oder regionalen, saisonalen oder generell verantwortungsvollen, fairen Produkten. Okay, sehr gut. Und wer kann mir jetzt sozusagen die dritte Frage beantworten, nämlich wer kann von sich wirklich behaupten, dass sein gesamtes Geld wirklich nachhaltig veranlagt ist? Okay, wir haben einen Freiwilligen hier, den holen wir jetzt gleich. Okay. Also und der Grund für diese Frage ist, ich glaube schon, dass es möglich ist. Ja? Es kommt immer darauf an, ob wir unsere direkte Veranlagung oder die indirekte Veranlagung betrachten. Aber wir haben auch schon vorher von Sean gehört, es gibt ja nicht nur die Fonds, in die wir zum Beispiel direkt investieren können, wo wir schauen können, dass wir zum Beispiel einen Clean Tech Fund wählen, der definitiv fossilfrei ist, um einmal das eine Ende des Spektrums zu nennen, sondern ich möchte Sie challengen und Ihnen die Frage stellen, wie, das haben wir auch schon von Sean gehört, a lot of things you brought up, which are very important, wie werden unsere Pensionen investiert, was geschieht mit unseren Banksparanlagen, also was wird damit finanziert, oder die monatlichen Versicherungsprämien, die ich einzahle, was geschieht damit, in was wird das investiert, man kann es so weit spinnen oder fortsetzen, dass man sogar die Frage stellt, was geschieht mit unseren Steuergeldern? Also werden sie zum Beispiel klimaschonend eingesetzt? Also man kann es sehr weit fassen, das Thema. Und was ich eigentlich sagen möchte ist, wir wissen über sehr wenig unserer Investments wirklich Bescheid, ob sie für oder gegen den Klimawandel arbeiten im Prinzip. Ob sie eine Wette für oder gegen den Klimawandel sind. Worin sind wir im Prinzip? Also diese Transparenz zu schaffen, wäre ein wichtiges Thema. Wo sind wir typischerweise investiert? Und ich meine jetzt von der Definition des Investments her, ich möchte jetzt keinen wissenschaftlichen Diskurs führen, ich rede wirklich vom typischen durchschnittlichen Investment. Ja? Also nicht das Geld, das am Konto liegt oder in Sparbucheinlagen, sondern das, was uns vielleicht übrig bleibt, was wir nicht in die Matratze reinstopfen, sondern sehr wohl vielleicht in einen typischen Fonds investieren. Ja? Aktien- oder Anleihenfonds. Mit typisch meine ich nicht nachhaltig ausgerichtet, also einfach ein ganz konventionelles, typisches, durchschnittliches, in Österreich ungefähr 100 Millionen Fondsvolumen großes Produkt. Und da ist es sehr wohl so, dass wir da gewissermaßen, verzeihen Sie mir den Ausdruck, ein bisschen schizophren sind in unserem Investitionsverhalten. Wir steuern es natürlich nicht aktiv, ja, aber wir sind doch investiert. Wir sind nämlich in die klimaschonenden und in die klimaschädlichen Aspekte sozusagen gleichermaßen, nicht nur gleichermaßen, sondern in einem Ungleichgewicht investiert. Und dieses Bild soll nur darstellen, dass die klimaschädlichen Aspekte und Teile überwiegen derzeit. Was mir dazu einfällt, ist Beauty and the Beast, aber in einem Produkt sozusagen. Ja. Gut, das heißt, so sieht eigentlich ein typisches Investment aus, auf das wir keine sozusagen Gestaltungsmöglichkeit im Moment haben. Aber es gibt natürlich auch Alternativen. Und dieses Bild gilt für, sagen wir, 95% aller Investments, aber Gott sei Dank gibt es ja auch sozusagen 5% der nachhaltigen Investments. Oder wie es in Österreich der Fall ist, 6,3%, wir liegen über dem Schnitt, dem globalen Schnitt. Was Sie hier sehen ist, die Grafik hier zeigt, dass 2015 der Anteil der nachhaltigen Investments 10 Milliarden in Österreich ausgemacht hat.
Das teilt sich in Investmentfonds und Spezialmandate, das ist der gelbe und der grüne Anteil. Es zeigt aber auch, dass ein rasanter Wachstum sozusagen stattgefunden hat, allerdings auf sehr niedrigem Niveau. Also die insgesamten Investments liegen bei 160, 165 Milliarden. 10 Milliarden davon sind derzeit nachhaltig investiert. 77% davon werden gemanagt von institutionellen Investoren. Und knapp die Hälfte davon, von diesen 77%, kommen von den Vorsorgekassen und Pensionskassen. Was ich erschreckend finde, ist, dass nur 4% dieser 77% von der öffentlichen Hand sozusagen stammen, also wirklich nachhaltig auch oder mit einer Definition der Nachhaltigkeit gemanagt werden. Was Sie auf der linken Seite sehen, sind die beliebtesten Investmentstrategien, wenn es um nachhaltige Investments geht. Beinahe alle sozusagen nachhaltigen Investments wenden Ausschlusskriterien an. Also man nimmt einen Sektor oder eine Technologie oder ein Thema als Ausschluss und sagt, das kommt nicht in mein Investment hinein. Meistens wird das kombiniert mit einem sogenannten Best-in-Class-System, wo es darum geht, dass man aus dem Sektor, den man zum Beispiel nicht ausschließt, dann die nachhaltigsten nach gewissen Umwelt- und sozialen Kriterien, die nachhaltigsten in einem Peer-Group-Vergleich auswählt und ins Investment-Universum aufnimmt. Auch normbasiertes Screening ist sehr, sehr beliebt. Da geht es darum, dass man sich sozusagen an internationalen Standards wie den internationalen Labour Organization, wenn es um Arbeitsrechte geht, oder die Sustainable Development Goals sind zum Beispiel auch ein Beispiel für normbasiertes Screening. Wir haben auch schon von Engagement-Strategien gehört, wie zum Beispiel von der Sainsbury-Stiftung, wird zu 36% ausgeübt. Und Stimmrechtsausübung ist ein Aspekt davon, Proxy Voting und dass man sozusagen bei der jährlichen Generalversammlung sich einbringt oder direkt in Dialog tritt und versucht, wie wir vorher gehört haben, es ist nicht immer einfach, gerade wenn es um den fossilen Sektor geht, den wirklich auch zu bewegen, sich zu verändern. Genau, was es noch gibt, ist ESG Integration. Da geht es darum, dass man ESG, so wie auch, wir heißen ESG Plus, bei ESG geht es um Environmental, Social und Governance Criteria, also die Anwendung von Umwelt-, Sozialen und Governance-Kriterien. Da geht es darum, dass man neben der Finanzanalyse, der klassischen Finanzanalyse, auch ESG-Kriterien mit einfließen lässt in die Investmententscheidungen. Impact Investment haben wir schon vorher kurz gehört, geht es darum, dass man neben dem sozusagen dem wirtschaftlichen Ertrag auch noch einen sozialen und ökologischen Mehrwert schaffen möchte, nicht zu verwechseln mit Philanthropen, Geld. Also es geht schon darum, Geld zu verdienen, aber mit einem positiven Mehrwert für die Gesellschaft. Zum Beispiel Mikrofinanz, Community Investing, Social Entrepreneurship, nur als drei Beispiele. Genau, und nachhaltige Themenfonds spielen hier nicht so eine große Rolle bei den Strategien, aber da geht es zum Beispiel um einen Cleantech-Fund oder Ökofonds. Wenn man jetzt weitergeht und sagt, okay, was sind zum Beispiel bei diesen 100% der 10 Milliarden, praktisch 100% wenden Ausschlusskriterien an, was sind so die Top-Themen in Österreich, sieht man, dass praktisch alle aus Waffen ausgestiegen sind, was natürlich sehr positiv ist, Kernenergie, Pornografie, Menschenrechtsverletzungen, Tabak, Gentechnik, Arbeitsrechtsverletzungen, das sind so die Themen. Tierversuche, Korruption und Bestechung. Also all diese kommen zu mindestens 80% vor in den österreichischen, in der österreichischen nachhaltigen Fondswelt. Was auffällig ist, ist, dass die Top 10 Themen in Österreich nichts zum Thema der Klimarelevanz oder zu klimarelevanten Aspekten sagen. Ne? Das ist nicht unbedingt üblich, also es gibt in Deutschland und der Schweiz zumindest das Thema, implizit das Thema Umweltzerstörung auf Platz 4 bzw. Platz 5 der wichtigsten Ausschlusskriterien. Also da gibt es sicher noch Aufholbedarf, sage ich mal, in Richtung des Klimathemas. Wenn man jetzt weiter sozusagen zu unserem Thema kommt, ich drücke da immer in die falsche Richtung, verzeihen Sie, und sagt, wie sehen die Klimaanlagestrategien aus, gibt es zwei Definitionen, an die man sich halten kann. Einerseits gibt es die Dekarbonisierungsstrategie und andererseits die Divestmentstrategie, von der wir vorher schon was gehört haben. Bei Dekarbonisierung geht es im Prinzip darum, die CO2-Intensität niedriger zu machen, also sozusagen auf ein CO2-ärmeres Portfolio hinzuarbeiten.
Beispiele dafür gibt es zum Beispiel die Portfolio Decarbonization Coalition, die insgesamt 600 Milliarden US-Dollar Assets Under Management versucht, CO2-ärmer zu gestalten. Und beim Divestment selbst ist es ein bisschen ein absoluterer sozusagen Ansatz, geht es um den schrittweisen oder sofortigen gänzlichen Ausstieg aus dem fossilen Sektor. Und wir haben schon gehört, es gibt auch sozusagen die Definitionsfrage, nimmt man die Supplier mit hinein und zum Beispiel die Stromversorger, die konventionellen, oder eben nicht. Geht man nur aus Kohle raus oder aus Kohle und Öl, aus Kohle, Öl und Gas, also man kann natürlich da unterschiedlich vorgehen. Insgesamt muss man schon sagen, das Klima und speziell das Carbon-Divestment-Thema ist in Österreich noch nicht wirklich so stark angekommen und da gibt es definitiv Aufholbedarf. Wir hinken zum Beispiel den deutschen und Schweizer Kollegen hinterher, international sowieso. Und das, obwohl es, wir haben auch das schon gehört, ganz klare Risiken gibt für den Finanzsektor. Ich möchte es jetzt nicht nochmal wiederholen, wir haben es schon im Prinzip zweimal gehört heute, aber die Kategorien physische Risiken, Haftungsrisiken, Transitions- oder Transformationsrisiken wurden schon genannt und auch explizit von Mark Carney in seiner Rede 2015 genannt. Auf den Punkt der Haftungsrisiken möchte ich vielleicht noch kurz eingehen. Einerseits natürlich das Problem, dass sich vom Klimawandel Geschädigte vielleicht schadlos halten, an denjenigen, die sozusagen die Haupttreiber oder die Hauptverursacher des Klimawandels sind. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die vielleicht den Finanzsektor noch viel mehr oder noch stärker betrifft, da geht es um die treuhänderische Pflicht oder die Sorgfaltsverletzung. Wenn ich zum Beispiel drauf komme, dass eine Carbon Bubble platzt und entgegen jeglicher sozusagen wissenschaftlichen Konsens und bestem Wissen hat meine Bank gegen den Klimawandel gewettet, dann kann es durchaus zu ähnlichen Sammelklagen wie bei der Subprime-Krise kommen. Nur in dem Fall dann gegen die Carbon Bubble-Krise. Im Zuge einer Carbon Bubble-Krise, wenn es zu Stranded Assets kommt. Und dass das sehr wohl große Teile von sozusagen vom Wertvermögen global vernichten kann, zeigen verschiedene Studien, zum Beispiel die von der LSI oder auch in einem Artikel vom Guardian spricht man von bis zu 13% oder 25 Billionen US-Dollar, die vernichtet werden. Da geht es jetzt nicht um Financial Assets, da geht es generell um sozusagen Vermögen auf der Welt. Zwei Beispiele für physische Risiken und ihre Auswirkungen möchte ich Ihnen zeigen. Das eine ist das Wildfire von Fort McMurray in Kanada 2016. Betrifft Firmen wie Shell, Statoil oder Suncor Energy und hat 3,6 Milliarden an Kosten verursacht. Sowas spürt man auch wirtschaftlich. Oder das zweite Beispiel, die Thailand Floods 2011, die sozusagen Firmen wie Honda oder Mazda oder Intel insgesamt 46 Milliarden an Verlusten gebracht haben. Das sind wirklich echte sozusagen finanzielle Risiken, die sich durchaus auch in Kursen niederschlagen können. Und ich möchte kurz auf den MSCI X Fossil Fuels Index geben, der seit 2011 gerechnet wird und seitdem besser performt als der MSCI World, also der sozusagen normale Weltaktienindex. Und in diesen 4 Jahren in Folge sozusagen zwischen 2012 und 2015 teilweise deutlich besser performt hat. Also das heißt, es zahlt sich ja nicht einmal aus, gegen den Klimawandel zu wetten. Das heißt, es gibt auch auf dieser Seite kein Argument, das dafür spricht. Vor dem Hintergrund der Keep it in the Ground-Initiative, von der wir vorher gehört haben, und der Tatsache, dass praktisch gesamte Kohle, die Hälfte des Erdgases und ein Drittel des Erdöls im Boden bleiben müssen, haben wir uns entschlossen, einen Bericht oder einen Beitrag im Zuge dieser Analyse zum österreichischen Kapitalmarkt zu machen in Form einer Fondsmarktanalyse. Ein Beitrag für mehr Transparenz und für die Bewusstseinsbildung. Ich möchte nur ganz kurz, bevor ich zu meinem Kollegen überleite, oder beziehungsweise zum Moderator, der dann zum Kollegen weiterleitet, auf die wichtigsten Begriffe in der Studie oder in dem Bericht hinweisen. Wenn wir vom Carbon Budget sprechen, dann ist es sowas wie unser Klimakonto, das wir nicht überziehen dürfen, weil wenn wir es überziehen, dann landen wir bei mehr als 2 Grad globale Erderwärmung. Dann gibt es
die monetäre Kennzahl Capital at Carbon Risk, wo es darum geht, dass wir sozusagen das Risikokapital pro Fonds identifiziert haben und miteinander verglichen haben. Thema finanzierte Emissionen, da geht es sozusagen um die Umweltrisiken, das haben wir vorher schon gehört. Also wie hoch sind die durch Kohle-, Öl- und Gasinvestments assoziierten Emissionspotenziale auf Basis der Proven Reserves, die in den Fonds liegen, anteilig. Ja, und ganz kurz nur, was haben wir uns angesehen? Das Untersuchungsobjekt waren über 500 Publikumsfonds. Das deckt ca. 40% aller österreichischen Assets under Management ab oder 3/4 des Publikumfondsmarktes in Österreich. Wir haben uns Aktien und Anleihen angesehen, die im Fossilsektor und davon abhängigen Branchen investiert sind. Unter den 500 Fonds waren auch 44 ethische Fonds und per Definition waren ca. 1/4 jeweils bei den ethischen und bei den konventionellen Fonds wurden als fossilfrei definiert. Damit meinen wir aber nur, dass sie nicht Teil der Untersuchung waren, weil sie zum Beispiel Themenfonds waren, Gesundheitswesen investieren oder in die Immobilienbranche oder reine Staatsanleihenfonds. Und damit übergebe ich das Wort für die Ergebnisse an Adam. Danke.